sind schon sehr, sehr geil auf jeden Fall. Wow, 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 das war... Oh, aber sehr gnädig. Ja, er wird nicht immer gleich so getroffen, dass er im Prinzip einen Treffer einsteckt, sondern manchmal hat man auch das Glück, dass er nur quasi so ein bisschen zurückfällt wie eben. Dann gilt das beim Spiel nicht als Treffer und er hat trotzdem seine Power-Ups hier noch oder sein Power-Up. Da haben wir jetzt, glaube ich, sogar eine zweite Magie eingesammelt. Sehr gut. Und hier demonstriere ich euch jetzt mal die dritte Magie. Hier sehen wir schon unseren Endgegner anspringen, hier in der Disco. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht, hier mit den ganzen Lichteffekten. Wir machen jetzt hier mal die erste Magie, den Schutzschild. Wieder eine andere Animation. Aber... ja, also hier muss man im Prinzip immer davor stehen. Und dadurch, dass wir die, das Power-Up haben, und jetzt seht ihr schon, das hier ist das, und zwei Treffer, dann ist er kaputt. Das ist das Coole, dadurch, dass er dieses Power-Up hat und das Schwert nach vorne schlägt quasi, gilt das quasi auch als Abwehr. Das ist bei dem Endgegner auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Jetzt haben wir auch Technical Bonus gekriegt, ich weiß gar nicht warum. Ich würde hier in der Anleitung nachgucken, aber da war ja das Sprachproblem. So, dritter Level. Hier sind wir auf dem Militärgelände. Das wird jetzt schon ein bisschen knifflig. Und das ist eine sehr geile Sache. Wir sind jetzt hier hinter dem Zaun. Wir können mit dem Doppelsprung die Zaunseite wechseln. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Also sowohl vom Mega Drive her, hier von der Technik her. Ist einfach nur für den Spielspaß echt total gut. Weil es ist nicht einfach hier. Und das Gemeinste ist nämlich das hier, die Bombenwerfer. Und das ist echt ein bisschen tricky hier, auf welcher Ebene man hier arbeitet. Ja, das ist echt nicht ohne. Boah! Nichts wie weg. So, muss ich mal gucken. An irgendeiner Stelle gab es hier... im Hintergrund... da gibt es eine Magie. Na komm. Oh, das war etwas komisch von der Abfrage der Kollision hier. Oh, oh Magie. Ich meine natürlich Energie. Sehr gut. Und die schmeißen echt verteufelt weit. Hier geht es schon echt ein bisschen mehr zur Sache. Da ist wieder Energie, sehr gut. Power-Up, noch besser. Und ich glaube, hier gab es ja eine zweite Magie. Ein verstecktes Teil. Jetzt sind wir am Flugzeugträger, hier müssen wir aufpassen. Denn diese Türen hier öffnen sich auf einmal und man wird nach draußen gezogen und ist direkt kaputt. Da muss man ein bisschen gucken. Und auch hier wird es durch die Soldaten nicht einfacher. Ihr seht schon, manchmal kann das auch mit dem Nahangriff gar nicht so gut sein, weil er den Gegner dann gar nicht trifft, weil er vielleicht einen Zentimeter zu weit vorne steht. Und man kann aber nicht selbst händisch umschalten und sagen, ich möchte jetzt aber bitte mit Shurikens werfen. Ah, wir können ja auch keinen Doppelsprung machen jetzt, das ist natürlich auch gemein. Ah. Hier haben wir eine dieser gemeinen Türen. Energie. Shurikens. So, der steht hinter der Wand, um den wir uns nicht... Boah, keine Chance teilweise. Und gemein ist auch, wenn wir zurückfliegen durch so eine Bombe und dadurch in so eine Tür fallen, das ist auch sehr ärgerlich immer. Ach, eine Bombe, nett.
So, jetzt haben wir es aber, glaube ich, gleich geschafft. Leider ohne Power-Up zum Endgegner. Das dauert jetzt ein bisschen länger, den zu besiegen. Aber bei dem Endgegner gibt es auch einen sehr, sehr coolen Trick. Den zeige ich euch jetzt. Das ist im Prinzip dieses Gehirn, was hier steht. Normalerweise muss man sich hier nämlich... Mal gucken, wo wir stehen. Genau, das ist nämlich die Stelle hier. An der können wir stehen, ohne dass wir dieses Gehirn, ohne dass uns dieses Teil von der Kugel trifft. Und der Energiestrahler oben bleibt aber auch so, wie er ist. Und auch hier macht es sich wieder bezahlt, unendlich Shurikens zu haben. Das heißt, wir treffen immerhin dreimal jetzt. Bin schon mal auf die Feuermagie einstellen. Ich habe es mir damals mal versucht zu merken mit der Anzahl der, der Kacheln auf dem Boden. Nur zählen hier. Vom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also ihr müsst quasi auf der 9. Kachel mit dem vorderen Fuß stehen vom, vom Anfang des Gegners unten. Dann ist der Gegner völlig problemlos. Dauert halt, gerade wenn man auch nicht unendlich Shurikens hat, dann trifft man ihn halt wirklich auch nur einmal, wenn ihr hier oben nach hier vorne nach oben kommt. Das ist dann ein bisschen zeitaufwendig. Und wir probieren jetzt mal unsere Magie aus wieder. Die schöne Feuermagie. Ja, das war's schon. Okay. Ja, extra Leben, auch sehr schön. So, nächster Level, der Schrottplatz. Ich glaube, hier kriegen wir es leider nochmal mit den Soldaten zu tun. Aber auch in dem Level finde ich Musik absolut top. Bombe. Eieieiei. Ich habe auch schon mal besser gespielt hier. Den können wir von hier oben platt machen. Das ist ganz gut. Auch hier sehr schön wieder drei scrollende Ebenen. Hier haben wir noch mal den Vordergrund. So als Schattenriss im Prinzip hier vorne. Dann die eigentliche Ebene, auf der wir laufen. Energie, die brauche ich. Oh, die gar nicht so viel gegeben. Und dann der Hintergrund nochmal mit der Autobrücke, die wir auch... Ja, das ist nämlich jetzt das Gemeine. Dadurch, dass wir hier unten die Kiste haben, meint er, er geht in den Nahangriff. Aber immerhin, sehr fair, wir können die Schüsse abwehren. Also da muss man dann ein Stückchen zurückgehen, dass man den hier schön treffen kann. Ein Power-Up, sehr gut. Das riskieren wir jetzt nicht. Wir haben ja unendlich Shurikens. Na, komm her. So. Das Herz wäre ganz gut. Boah. Nochmal getroffen worden davon. Ah, jetzt haben wir unser Power-Up verloren. Was ist das hier? Ich glaube, Magie war das noch, ne? So. Jetzt kommt das Beste am ganzen Spiel überhaupt. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, uns jetzt unendlich Leben legal zu holen. Und zwar müssen wir hierfür hochspringen. Und da unten haben wir ein Power-Up freigeschaltet, was wir uns holen. Und ihr habt es gerade gesehen, es sind zwei extra Leben. Das heißt, wir verlieren eins und kriegen eins dazu. Das heißt, wir können uns hier wirklich jetzt unendlich viele Leben im Prinzip besorgen. Ich mache mal ein paar auf jeden Fall, weil gerade, falls ich es mal zum letzten Endgegner noch schaffen sollte heute, dann ist meine Taktik meistens, dass ich das jedes Mal mit der letzten Magie mache, mit der Selbstzerstörungsmagie sozusagen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall ein paar Leben. Die Anzeige hier geht auch nur bis 9 Leben.
Das heißt, er zählt trotzdem weiter. Wir können wirklich 15, 20 Leben uns jetzt hierüber beschaffen. Oder so viel, wie man will. Unendlich. Wird aber nur bis 9 hier weiter fortgeführt. Ich sage jetzt mal einfach, ja, keine Ahnung. Meistens habe ich viel zu viel Leben, wenn ich spiele. Ich muss sagen, wir holen jetzt noch so 3-4 Stück. Und dann versuchen wir mal weiterzukommen. Ist für euch jetzt ein bisschen langweilig zum Zugucken, gebe ich zu. Für mich ist es auch langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Und ich glaube, eins holen wir jetzt noch und dann ist gut. Wir können auch versuchen, das Leben. Ja, man schafft es manchmal auch, quasi kurz runter zu gehen, das Leben zu holen und wieder zurück auf das Förderband. Okay, hier mache ich mir auch mal die Sprungmagie an. Ich glaube, das war ein ganz guter Plan. So, hier die Förderbänder, die gegen uns laufen. Ah, gerade so. Ich glaube, hier konnte man nämlich jetzt auch ganz gut was abkürzen. Wenn man es nicht verzockt, so wie ich. Ah, jetzt habe ich doch fast gehabt. Ich glaube, das wird nichts mehr mit diesem Leben. Nein. So, jetzt sehen wir auch mal, wie es aussieht, wenn er tot ist. Ja, komm. Versuchen wir es nochmal zu kriegen und aufs Förderband zu gehen. Na, schade. Würde ich ganz gerne auch mal demonstrieren, aber das kriege ich gerade nicht hin. Gut. Dann versuchen wir so nochmal. Hier eigentlich drin. Oh, eine Bombe. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den richtigen Moment fassen können. Das wäre er nämlich eigentlich schon gewesen. Naja. Das Problem ist, wir kommen nicht direkt auf den Haken. Ich schaff das noch, keine Sorge. Das war es nicht. Das Blöde ist, dass wir diesen Soldaten da oben nicht treffen. Nein! Och, komm. War doch fast nichts mehr. Auch auf den Sound einfach mal hören, Sven. Nicht nervös werden, nicht nervös werden. Sehr gut. Und schnell zum Endgegner. Geschafft. So, das ist quasi der Terminator-Verschnitt. Den können wir nur am Kopf treffen. Und ihr seht schon, mit jedem Treffer wird er ein kleines bisschen mehr grün. Früher dachte ich dann immer, das soll irgendwie der Hulk sein. Ja, und das ist was, gegen das wir nichts machen können, wenn er so ein Schirm läuft. Aber mit der Brille soll es wohl doch eher der Terminator sein. Vielleicht auch eine Mischung aus Hulk und
Terminator, das war fast zu spät. Der allerdings auch nicht so besonders schwer. So, und das soll mit Sicherheit der Terminator sein. Da muss man noch aufpassen, der kann einen durchaus auch noch treffen, wenn er hier auf einen zuläuft. Round 4, clear. So, jetzt kommt ein ziemlich schwieriger Level. Wir müssen nämlich quasi in die, auf diese Autostraße, die wir eben gesehen haben, im Hintergrund schon im Level, hin. Und hier wird super viel geballert. Ich glaube, hier macht es am meisten Sinn, gleich die Schutzschildmagie zu aktivieren. Und diesen ja, das ist nämlich echt das Gemeine. Komplett runtergefallen wieder. So. Wenigstens kein Respawn von den Gegnern. Das heißt, wir können hier jetzt durch. Puh, das war auch wieder echt knapp. So, nachher springen hier nur so ein paar lustige Ninjas durch die Gegend. Und deswegen mache ich jetzt, glaube ich, mal die Magie an. Sicher ist sicher. Hier Lebensenergie. Uah, nein! Das ist echt nicht ohne hier in dem Level. So, hier kamen wir, glaube ich, über die nach oben. So ein bisschen Energie wäre ganz nett. Zum Beispiel die hier. Hm. Sehr schön. Das war noch der einfache Teil von dem Level. Der zweite ist noch schwieriger, weil wir hier jetzt mit zwei Ebenen arbeiten. Hinten die Straße. Die roten Autos können uns Schaden zufügen, die anderen nicht. Und die kommen hier in regelmäßigen Abständen. Dazu kommt, dass wir diese netten Damen hier als Gegner haben. Und wir können hier auf die Vordergrundebene zurückspringen, um uns hier quasi vor den Autos in Sicherheit zu bringen. Und das kann aber echt teilweise hier alles ein bisschen unübersichtlich werden. Ja, immerhin ein bisschen Energie. Also auch hier wäre ein Power-Up mit Sicherheit die richtige Wahl. Sowas hier. Und dann wird es nämlich deutlich einfacher. Und Power-Up wieder verloren. Mist. Den gibt's noch nicht. Hier muss man wirklich diesen Doppelsprung beherrschen und nicht aus Versehen. Aus Versehen benutzen, wenn man ihn gar nicht braucht. Oh, One-Up. Na, das lassen wir jetzt mal One-Up sein. Puh, geschafft. Auf Anhieb. Wow. Nicht schlecht. So, Endgegner. Wir haben einen fahrenden Zug. Wir müssen hier diese Dings kaputt machen, diese roten Kugeln, und da der Atomzug hier ein Leck hat, werden hier immer wieder
kleine blaue Energiekugeln langgeschickt, die uns auch treffen können. Das heißt, hier gibt es aber auch eine Stelle, wie ihr seht, da trifft uns weder hier vorne der Schuss noch das rote Teil. Hier oben geht er nicht lang, das ist sehr angenehm. Und jetzt wird es schwierig, denn der hier ist direkt vor dem Leck. Das ist hier eine richtige Timing-Sache. Das war knapp. Das war noch knapper. Na, komm her. Geschafft. Sehr cool. Runde 5 fertig. Chinatown. Das ist eigentlich ein sehr cooler Level, der vor allem richtig coole Musik wieder hat. Na, komm her. Das kann nicht wahr sein. Die sind gemein, die Typen. Die schlagen einmal nach oben, einmal nach unten. Die Laufanimation ist auch einfach nur geil von dem Charakter. Echt sehr, sehr cool. So, und das Gemeine ist natürlich, wir sehen hier jetzt nicht, was hier oben ist. Und hier springt nämlich diese Dame rum. Die sieht zwar ganz nett aus, aber die kann uns leider Schaden zufügen. So, das war blöd. So, das ist ganz nett. Hier kann man nämlich jetzt warten und immer treffen, wenn sie gesprungen ist. Ja, das war's. Boah, das wusste ich nicht mehr, dass der da steht. Mal gucken, ob wir diesen Sprung hier, ob wir den überhaupt ohne Magie schaffen. Oh, extra Leben, Power-Up, okay. Das ist ganz gut. Oh, wo ist der hin? Ja, schaffen wir ohne Magie. Gerade so. So, die sollten wir versuchen. Oh, sehr gut. Oh, naja, gut. Ich bin erst über Energie gefreut, aber das bisschen... Das bringt einem ja auch nicht wirklich viel. Ja, das ist echt einfach geil. Dieser Power-Up ist so mächtig. Also ein sehr ausgewogenes Spiel auf jeden Fall. Von der Schwierigkeit her. Aber mit diesen Power-Ups ist man wirklich gut. Aber es ist durchaus auch wirklich alles spielbar, wenn man diese Power-Ups nicht hat. Du nimmst mir mein Power-Up nicht ab. Doch. Ach, Mist. Schade. So, der Schläger als nächstes wieder oben. Hm, wir sehen erst noch... Da. Buh, das sind ja zwei.